Es gibt ja so manche Hersteller, die setzen ausschließlich auf Premium. Apple ist so jemand, mittlerweile aber auch Sony. Bei einem anderen Hersteller hat sich das erst so über die Zeit entwickelt. Die Rede ist von meinem immer noch Android-Lieblings-Smartphone-Hersteller OnePlus. Angefangen hat hier alles vor mehr als 6 Jahren mit einem extrem günstigen Flaggschiff, was nun gar nicht mehr so möglich zu sein scheint. Zu diesem Preis gibt es heute nur noch ein Mittelklasse-Smartphone von OnePlus. Schon vor 5 Jahren versuchte man sich an einem günstigeren Smartphone, das ging allerdings nicht so lange gut. Nun wagt man einen neuen Anlauf mit der Nord-Serie. Einen Vertreter daraus haben wir heute hier, das N100. Ob dieses hier erfolgsversprechender ist als das OnePlus X damals oder doch nur wieder einen kurzen Gastauftritt im Portfolio von OnePlus haben wird, erfahrt ihr im Video. Das OnePlus X damals war beileibe kein schlechtes Smartphone, aber es hat damals noch nicht so recht in die Strategie gepasst, als Flaggschiff-Modelle noch extrem teuer waren und wurde deshalb nach nur etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder eingestellt. Der eigentliche Nachfolger ist hier dann eher das OnePlus Nord. Beim N100 hier handelt es sich eher um ein Einsteigergerät. Dann gibt es auch noch ein N10 5G, welches allerdings zwischen den beiden Geräten liegt. Eine Zielgruppe kann ich euch hier nicht wirklich sagen, da greift man dann lieber zum teuren Nord. Deshalb heute der Test zum N100. Klein ist dieses Smartphone hier nicht, aber es liegt ganz gut in der Hand, auch wenn es jetzt kein Leichtgewicht ist. Die Verarbeitung ist für den Preis okay. Im Gegensatz zu den Topmodellen gibt es eine zweckdienliche matte Rückseite aus Kunststoff. Auf ein 3D-Glass-Display verzichtet man zum Glück. Man setzt hier aber auf 2,5D Gorilla Glass 3. Die Kanten des Displays sind also nur leicht abgerundet. Das fühlt sich gut an und ist gerade bei den Wischgesten sehr dienlich, ohne störend zu wirken oder irgendwie hier am Rand die Farben zu verfälschen. Der Rand wiederum ist dann aus glattem Kunststoff. Hier seht ihr dann auch zum Beispiel diese Lautstärke-Wippe. Diese wackelt nicht, aber ja, macht hier so ein Klickgeräusch. Also ihr hört auf jeden Fall, wenn ihr sie auslöst. Es gibt diesen Hybrid-Slot. Das heißt, ihr könnt 2 aus 3 wählen. Also entweder ihr 2 Nano-SIMs oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD. Das gibt es ja sonst bei den anderen OnePlus-Geräten nicht, dass ihr eine Micro-SD einsetzen könnt. Ansonsten, wenn wir hier weiter runtergehen, gibt es sogar einen 3,5 mm Anschluss für eure Kopfhörer. Außerdem hier unten noch USB Typ C, allerdings nur zum Laden. Das funktioniert dann mit einigermaßen schnellen 18 Watt. Auch hier spricht man von Warp Charge. Dann geht es hier weiter mit dem Stereo-Lautsprecher. Für diese Preisklasse auch sehr gut. Der hat auch mehr Wumms wahrscheinlich als die Mehrwertsteuersenkung. Hier dann noch der Einschalter. Auch hier gilt das gleiche wie bei der Lauter- und Leiser-Taste. Ansonsten hier oben dann nur noch ein weiteres Mikrofon. Wenn wir auf die Rückseite gehen, sehen wir hier die Kamera. Eine Hülle, um diese Erhebung hier etwas auszugleichen, gibt es leider nicht bei dem Smartphone. Da sagt man bei OnePlus, das ist robust genug, da braucht ihr keine, nicht so wie unsere fragilen Topmodelle. Noch zum Speicher des Smartphones, es gibt 64 GB internen Speicher, davon sind nur 17,63 GB belegt. Außerdem lässt sich der Speicher natürlich erweitern. 4 GB RAM gibt es. Beim Akku muss man auch keine Abstriche machen. Hier gibt es 5000 mAh. Damit sollte man auf jeden Fall gut über 2 Tage kommen. Und einigermaßen schnell laden lässt es sich ja dann auch noch. Auf viele kleine Extras muss man dann allerdings verzichten. So gibt es eben kein 5G oder auch WLAN AX. Sogar auf NFC muss man verzichten, mobil bezahlen kann man mit dem N100 also in den meisten Fällen nicht. Auch bei der Farbpalette muss man etwas nach Abwechslung suchen, denn es gibt nur diese Farbe hier, Midnight Frost. Dazu noch ein paar clevere Software-Features wie einen Zen-Mode, bei dem man das Smartphone einfach mal weglegen muss, vielleicht auch mal ganz praktisch für die Arbeit. So muss für mich ein Smartphone-Betriebssystem im Jahr 2020 aussehen. Außerdem gibt es hier so ein paar kleine Spielereien. Zum Beispiel hier, wenn man auf den Flugmodus klickt, hebt das Flugzeug ab. Und wenn man wieder drauf drückt, dann landet es wieder. Das Ganze funktioniert auch hier ohne Performance-Einbußen. Das liegt unter anderem an der schlanken Software, aber auch am einigermaßen performanten Snapdragon 460 Prozessor, aber auch
am 90-Hertz-Display. Ja, richtig gehört, das OnePlus N100 bietet etwas, das Apple selbst noch nicht mal bei seinen Pro-Modellen bietet. 90 Hertz, die können das zwar etwas ausgleichen mit ihren schnelleren Prozessoren, trotzdem merkt man das beim Wischen hier dann schon und bei den ganzen Gesten. Zum Beispiel ist es nämlich so, dass ich bei meinen anderen Android-Geräten in den Entwickler-Einstellungen immer die Animationsgeschwindigkeiten schneller mache. Das ist hier gar nicht nötig, denn das Wischen funktioniert hier schon von Haus aus sehr flüssig. Eine sehr positive Entwicklung auf jeden Fall. Allerdings schränkt OnePlus hier dann schon selbst etwas wieder ein, einfach da die Leistung des Geräts beschränkt ist. Das Display bietet also in manchen Situationen auch weniger als 90 Hertz. Auch sonst muss man beim Display Einschränkungen im Kauf nehmen. Auf ein AMOLED mit super Schwarzwerten muss man verzichten. Mit einer Auflösung von 1600x720 ist man mittlerweile schon am unteren Ende des derzeit Vertretbaren angekommen. Also besser, ihr verwendet das Smartphone mit einem kleinen wenig Abstand. In Corona-Zeiten noch eh sinnvoll. Ansonsten Farben und Helligkeit überzeugen dagegen beim IPS-LCD. Entsperren lässt sich das Gerät mit einem Fingerabdrucksensor. Gut, das ist jetzt keine wirkliche Überraschung. Allerdings, und das ist hier natürlich ein Zugeständnis an ein Gerät dieser Preisklasse, handelt es sich um einen ganz klassischen Sensor hier auf der Rückseite. Zuverlässig ist auf jeden Fall, vielleicht ein klein wenig weniger cool. Wer das möchte, kann auch mit dem Gesicht entsperren. Allerdings ist das natürlich mit Maske gerade wahrscheinlich eher nicht das Mittel der Wahl. Und da ist man dann auch ganz froh über einen Fingerabdrucksensor. iPhone-Nutzerinnen und Nutzer fragen sich derzeit sowieso wahrscheinlich am dringendsten, was kommt zuerst, der Corona-Impfstoff oder das Revival des Fingerabdrucksensors im iPhone? Selbst bei einem Einsteigergerät gehört eine Dreifachkamera zum guten Ton. Allerdings handelt es sich bei diesem wie bei manch anderen Geräten in dieser Preisklasse eher um so einen kleinen Marketing-Gag. Denn nur eine Linse ist wirklich sinnvoll oder vielleicht sogar zwei, wenn man die Selfie-Knipse hier vorne mitzählt. Aber seht selbst. Bei der Hauptkamera gibt es mittlerweile kaum noch Ausreißer nach unten, möchte man meinen. Doch hier sind selbst Bilder der 13-Megapixel-Kamera bei Tageslicht eher unscharf. Das machen andere Smartphones mit mehr Megapixel und Technologien wie Pixel Binning in dieser Preisklasse wesentlich besser. Wie bei den großen gibt es aber trotzdem auch einen Pro-Modus oder auch die Möglichkeit, Panoramas zu erstellen. Eine KI-Szenenerkennung hier gibt es auch. Zum Beispiel hat er mir bei diesem Bild hier gesagt, es handelt sich um einen blauen Himmel. Wie gut die KI also wirklich funktioniert, kann jetzt jeder selbst entscheiden. Noch schwächer ist die Kamera dann allerdings bei Dunkelheit. Hier gibt die schlechte 2:2er Blende der Kamera dann den Rest. Aufhellung gibt es kaum, verwaschen ist es, Rauschen gibt es. Gerade jetzt natürlich, wo es noch länger dunkel ist draußen, muss man sich dann natürlich schon beeilen mit dem Bilderschießen. Videos können natürlich auch gefilmt werden. Auch hier gibt es den Standard 1080p bei 30 FPS. Immerhin hilft hier dann eine optische Bildstabilisierung. Die zweite Kamera, dabei handelt es sich um einen Makromodus. Der ist hier relativ versteckt zu erreichen, aber das Smartphone rät einem auch immer, diesen zu nutzen, wenn man einem Objekt zu nahe kommt. Quasi der Corona-Modus in der Kamera. Belohnt man dann unter anderem mit einer schlechteren Auflösung, denn die Kamera bietet nur 2 Megapixel, auch die Blende ist noch etwas schwächer mit 2:4. Das Ganze ist eher nur ein nettes Gimmick als eine richtige Kamera. Auch die Bokeh-Linse, mit der ihr Porträts schießen könnt, bietet 2 Megapixel mit der gleichen schwachen Blende. Damit könnt ihr bessere Porträtbilder erstellen, zumindest auf dem Papier. Immerhin unterstützt diese Linse nur, das heißt, die Bilder werden trotzdem mit der 13 Megapixel Hauptkamera geschossen. Die Hintergrundunschärfe wird aber eben mit der Bokeh-Linse erreicht. Und das funktioniert durchaus okay. Der Hintergrund ist meist klar vom Vordergrund abgetrennt. Schalten wir noch zur 2,8 Megapixel Frontkamera mit einer 2:0er Blende. Auch diese hier ist da oben ganz schön, also hier sieht immer mein Wurstfinger, ins Display eingelassen. Das ist mittlerweile auch schon Standard. Wahrscheinlich auch die Ergebnisse. Das Ganze kann durchaus dann schon mal etwas unscharf und verwaschen aussehen, aber auf jeden Fall besser als die anderen Kameras. Allerdings nicht ungewaschen, das möchte ich jetzt mal hier betonen. Um die Eingangsfrage zu beantworten, und das sollte man ja auch tun, um einen Bogen zum Beginn zu spannen, das habe ich schon in der 5. Klasse gelernt, ja, die Nord-Serie könnte eine längere Lebensdauer haben als das X. Und
Ja, OnePlus ist auch immer noch mein Android-Lieblingshersteller. Dieses Vermächtnis wurde also nicht durch ein Einsteiger-Smartphone wie das N100 zerstört. Das liegt größtenteils an der schlanken Software, an einem, die dem Prozessor noch genug Luft für sonstige Arbeiten gibt, aber auch am Display. Und hier ist es noch nicht mal die Auflösung, sondern eben die Verfügbarkeit von 90 Hertz. Das macht dann alles noch mal ein bisschen flüssiger. Aber es gibt dann doch noch so einige Punkte, die einem OnePlus-Fan dann doch so ein paar Bauchschmerzen machen können. Denn zum Beispiel gibt es nur noch ein Feature-Update. Und gerade im Jahr 2020 will man auf mobiles Bezahlen mit NFC doch eigentlich nicht mehr verzichten. Das Kamerasystem ist wohl auch eher so ein Marketing-Gag. Eine Linse hätte ja hier auch gereift. Gerade in Zeiten von teuren Flaggschiffen muss OnePlus diesen Weg gehen mit der Nord-Serie, wenn man seine Marktanteile ausbauen will. Diese Meinung vertrete ich ja mittlerweile in jedem Video. Wer aber aufgepasst hat, dem wird auch nicht entgangen sein, dass hier einfach zu viel Standard drin ist, den es halt bei anderen Herstellern auch gibt. Zum Beispiel beim Samsung Galaxy M21. Da gibt es für den Preis des N100 sogar eine bessere Kamera, AMOLED, NFC. Da bleiben dann hier nur noch das 90-Hertz-Display und die gute Software als Argument übrig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich hier nächstes Jahr mit dem Nachfolger sitzen werde. Das aktuelle Modell könnt ihr euch auf jeden Fall gerne anschauen bei TCS in Kaufering oder Schwab München. Das könnt ihr gerne mal nachschauen, wo ihr da vorbeischauen müsst, bei tcs24.de. Ansonsten natürlich gerne auch auf Instagram folgen, bei YouTube abonnieren und die Glocke drücken, aber das ist natürlich selbstverständlich. Oder auch uns bei Facebook liken. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder dieses Smartphone sogar direkt kaufen wollt, kein Problem, einfach eine E-Mail an info@tcs24.de oder an die unten eingeblendete WhatsApp-Nummer schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt aber auch wirklich. Und bis zum nächsten Mal.